Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein geschlossenes Wachzimmer und ein schweigender Innenminister zum Schluss. Das war der erste von zwei Plenartagen. Morgen melden wir uns wieder um 9.05 Uhr live aus dem Parlament. Der Plenartag morgen startet mit einer Fragestunde mit Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Der Nationalrat berät zudem über weitere gesetzliche Maßnahmen zur Gasversorgung. Mit dem Gasdiversifizierungsgesetz etwa soll der Ausstieg aus russischem Erdgas bis 2025 jährlich mit 100 Millionen Euro gefördert werden. Weitere Erleichterungen soll es bei Quarantäneregeln geben. Ein Schulpaket bringt mehr Autonomie für Schulen bzw. Schülerinnen und Schüler. Auch der aktuelle Tätigkeitsbericht der Volksanwaltschaft steht zur Diskussion. Auf Wiedersehen.